Ich würde mal so sagen, wir hatten schon sehr viel zu tun. Seit 1923 habe ich im Kabelwerk, wo ich auch damals die Ausbildung gemacht habe, Grimma? in Grimma habe ich gearbeitet. Und ich muss sagen, über die ganzen Jahre, Jahrzehnte, war also die Auslastung sehr hoch. 44, ja, Ja, nicht? auch im Krieg. Auch im Krieg gegen Kapitalismus anschließend? Auch anschließend. Es gab keinen Tag, wo das Kabelwerk nicht stillgestanden hätte. Und dann jetzt die Wende. 89 kam mit der Wende praktisch auch erstmal das Aus fürs Kabelwerk, aber das hat nicht lange gedauert, sondern ging es nach 1,5 Jahren ging es weiter, hat einen Investor gefunden. Aber für mich war dann praktisch die Geschichte zu Ende, weil bei mir hat man irgendwie weiß. Warteschleife. Ja, sicher. Man hat mir weismachen sollen, wollen das in der Warteschleife, dass ich mir dann, weil ich auch schon langsam ins Alter gehe, dass es dann auch für mich besser wäre, persönlich. Und jetzt haben Sie eine kleine Unterschlupf gefunden in Spanien. Ich Datsche? hatte das Glück, neuer Dacia kann man es nicht nennen, aber ich hatte das Glück, dass ich mir von dem Umtauschgeld, was 1989 an meine Schwester gegangen ist, die mir das großzügig zur Verfügung gestellt hat, dass ich das Glück hatte, in Spanien, in Tarragona, eine Wellblechgarage zu kaufen mit einem kleinen Grundstück hinter einer ehemaligen Tankstelle. Olivenhain, Zitronenhain. Tomaten und Oliven, ja. Es gibt auch in der Nähe eine Orangenplantage. Aber die Aber gehört nicht dazu. da Die war gehört ich noch nicht zum nicht Besitz. gewesen. Nee, Ja. nee, nee, nee. Zu meinem Besitz gehört weder Nee, der nee, nee. Tomate noch der Olivenhain. Und da fährt man mit dem Motorrad immer hin und her, ja? Ich muss dazu sagen, ich fahre seit meinem 17. Lebensjahr fahre ich Motorrad und ich fahre immer noch meine alte MZ, die ich 1961 gekauft habe, im Chopper. Und durch Frankreich, durch, über die Pyrenäen hinweg und so weiter. Und Tarragona liegt doch ganz im Süden. Nein, ich fahre meist über die Tschechei, fahre über das Burgenland und fahre untenrum Italien, Genua und schön Rimini, da kann man auch mal was spinksen. Dann geht es rüber über Marseille, nach Perpignan und Barcelona. Ist auch eine wunderschöne Stadt, wunderschöne Stadt. Aber dann runter nach Tarragona und dann bin ich froh, wenn ich in meiner Wellblechhütte sitze, wenn die Sonne scheint und ich da drin sitze und die sich ein bisschen aufheizt. Und man sieht ja jetzt sozusagen die Dinge da aus dem Abstand, nicht? Ja, Und den Wert natürlich. der Arbeit, ja? Weiß man erst zu würdigen, wenn Ja. sie weg ist. Ja, das ist natürlich auch, kann zum Problem werden, wenn man, sagen wir mal, gerne gearbeitet hat. Was ich gerne gemacht, ich habe es gerne gemacht, im Kabelwerk gearbeitet. Und habe aber immer geträumt von der Zeit, wo ich nicht arbeiten muss. Und jetzt muss ich gestehen, ich träume jede Nacht davon, dass ich arbeiten kann. Und jetzt gibt es natürlich viele Berufe, die gar nicht üblich sind. Ja, also in der Sprache sind sie vorhanden, ja, nicht? Ja, das ist, ich sag mal so, die Berufe, die nehmen ab. Also es gab vor 50 Jahren gab es noch viel mehr Berufe wie jetzt zum Beispiel. Der Beruf zum Beispiel des Haarschneiders. Der Haarschneider ist mittlerweile kein Beruf mehr, sondern ein Gerät, das man im Kaufhof kaufen kann. Und sagen wir mal, Ladenmacher wäre ein Name, es wäre kein Beruf, ja? Obwohl Ladenmacher, Laden das machen ist ja was Gutes, ja? Ja, aber das ist ja jetzt heute, also wer sich als Beruf Ladenmacher bezeichnet und wer noch nicht mal so heißt, das ist einfach lächerlich. Also da kann keiner der Turnschuh-Generation was mit anfangen. Was ist ein Drahtzieher, Ladenmacher? Drahtzieher zum Beispiel, Drahtzieher, Ja, ja, ein Drahtzieher. sinnlicher Beruf, ja? Ja, Nicht? aber Aber da hier. kommt man direkt in Verruf. Bei Drahtzieher denkt man direkt an Bombe und Drahtzieher und Explosion und Terrorismus. Kanalarbeiter ist irgendwie Durchstecherei, ja, nicht? Also der Kanalarbeiter bestach ja einen Großkonzern oder so etwas, ja, Ja, oder stellte Verbindungen her. stellt die Verbindung her, der Kanalarbeiter. An sich ein wichtiger Beruf, unter uns gesagt, ja, nicht? Also Ich habe ja. immer gesagt, der Kanalarbeiter und auch der Straßenfeger, das sind eigentlich die wichtigsten Berufe, der nur die Menschen wissen gar nicht. Alles, was aus den Menschen rausgeht, das interessiert die Menschen nicht mehr. Aber Straßenfeger ist doch zum Beispiel Kriminalroman, ein Film, ja, der läuft in der ARD, ja, und alle Straßen sind leer, dann nennt man das einen Straßenfeger. Das ist ja eigentlich kein Beruf, ja, sondern eine Wirkung.
Ja, das ist natürlich, also da muss ich, da gibt es jetzt wieder die Differenzierung. Also der Straßenfeger als Zustand vom Fernsehen praktisch initiiert durch eine, sagen wir mal, Erfolg. Die ja. Gentlemen bitten zur Kasse. Das ist natürlich, da wird der Straßenfeger eigentlich nicht mit diskriminiert, sondern dadurch wird sein Beruf einen höheren Stand gehoben, weil es hat schon mit Television zu tun. Ja, das ist ja was ganz, ganz Hohes, nicht? Eigentlich wollten Sie ja Kranführer werden, nicht? Ja, ich wollte hoch hinaus. Ja, und haben sozusagen schon Englisch-Sprachkurse genommen. Richtig. Ja, und sich vorbereitet, nicht? Richtig. Im Wege der Erwachsenenbildung, des zweiten Bildungsweges. Richtig. Ja, nicht? Ja, vom Richtig. Einfachen Arbeiter zum Kranführer. Ja, ja, stell mal vor, ich aus Grimmer in Quebec auf so einem Kran. Das wäre phänomenal. Ja, das wäre phänomenal. Das wäre unheimlich. Da hätte mir eine Buchs geschissen. Ja, aber gefährlich. Gefährlich. Gefährlich, ja. Genau, ja. Manchmal kommen Flugzeuge und so weiter. Ja, also ja, die sollen da drum rumfliegen. Ne? Das sagt man dann so leicht hier, wenn man unter dem Boden sitzt. Aber wenn man oben im Kran ist, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Und sozusagen vom Kran aus ein Flugzeug abfangen, das ist schon, das will gekonnt sein. Ne? Gibt es denn noch so eine Erinnerung an die alten Arbeiterlieder und sowas? Ja. Brüder zusammen zur Freiheit? Wenig. Sind ja alle verboten worden. Alles, was damit zu tun hat, ist verboten worden. Also nicht jetzt offiziell, sondern im Kopf. Schneider gibt es ja, aber zum Beispiel Blattschneider. Was ist das für ein Beruf? Der Blattschneider, das ist ein kommender Beruf. Den gab es früher noch nicht. Also nicht in der Form. Der Blattschneider ist früher ein anderer, ganz anderer Beruf gewesen. Er hatte was mit Sägeblatt zu tun. In das Blatt wurde das Profil geschnitten. Und zwar meist so ein bisschen überkreuzt, damit man auch bei der Säge im Ziehen den Ast durchbekommt. Heutzutage ist der Blattschneider ein völlig anderer Beruf geworden. Der ist in der Gärtnerei anzusiedeln. Ach, und was macht der? Hecken beschneiden oder so etwas? Naja, es gibt da immer weniger Grün auf der Erde, immer weniger Bäume, weil die immer weggemacht werden. Da muss man sparen und Blätter anschneiden und aus 1-2 machen, oder wie? Der Blattschneider formt, sagen wir mal, aus einer Platane eine Linde. Da werden die Blätter einfach etwas gestutzt in Lindenblattform und wird den Leuten praktisch verkauft als Linde. Da wird der Stamm noch ein bisschen manipuliert. Das wird angestrichen mit Holzkit und ein paar Ritze reingemacht. Und dann wird er den Leuten als Linde verkauft. Und wenn die Linde so groß ist, dass sie dann auch eine Linde wäre, wo sie dann blüht, dann fällt es natürlich auf. Aber dann existiert der Betrieb schon nicht mehr. Da hat er Konkurs angemeldet und der Besitzer des Betriebs sitzt schon auf Tonga-Inseln. Also Bürstenmacher gibt es nicht mehr. Ja, war früher mal da, ja, nicht? Ich habe noch neulich eine Bürste gekauft. Und zwar, ich habe sogar verschiedene Bürsten gekauft auf einem Bürstenmarkt. Und also muss es eigentlich auch einen Bürstenmacher geben. Ja. Aber wo der Sitz ist, und welchem Gerät der das macht und das, so weiter. Das weiß ich nicht. Welchen Umständen, das weiß man Man nicht. Kann der Sache nicht Von mal trauen. Von China vielleicht her. Ja. Es könnte alles praktisch... Nachgeahmt sein. Es könnte auch irgendwie Maschinen dafür geben, die Bürste fertigen. Bürstenklon. Ja, richtig, Bürsteklon, ja. Eine Bürste in der Maschine und 20 kommen raus. Ne? Ja. Geburt der Bürste. Ja. Jetzt Witwenmacher, ja. Auch kein Beruf. Witwenmacher ist, mittlerweile hat sich dieser Beruf mehr in den Autoverkehr, sagen wir mal, etabliert. Ne? Früher war es eine Pistole. Ja. Früher war es eine Pistole. Und jetzt? Heute sind es Autos. Ne? Und ist aber als Beruf, ja? Nein, das ist kein Beruf, das ist mehr oder weniger ein Hobby, glaube ich. Form von Unfall. Ja. Ja. Unfallhobby. Es gibt viele Leute, die fabrizieren Unfälle. So fast schon. Ich kann mal sagen, es ist ein Hobby, ja. Ein Hobby. Aufschneider, das ist ein Metzgerberuf, ja? Nicht? Ja, Aufschnitt. Aufschnitt, ja. Der Aufschnitt macht. Guten Tag, 100 Gramm Aufschnitt.
Darf es ein bisschen mehr sein. Ja. Ja. Also das ist ein Beruf, da muss ich sagen, der wird sich noch über ein Jahr Millionen halten. Ja, sind aber alle nicht universitätsfähig. Also wenn sie einen Bachelor haben wollten dafür, ja, dann gibt es das nicht, obwohl es eine Kunst ist. Ja, ja, das wird vielleicht aber nochmal so sein eines Tages. Ne? Ich habe heute schon drüber nachgedacht, als ich heute mal so spazieren gegangen bin, ob vielleicht... Sagen wir mal, demnächst gibt es sicherlich irgendwie Generationen, wo der Zu-Fuß-Geher einen Doktor bekommt. Ja, Brückengeher. Also Sie haben ja eine kleine Schrift sogar veröffentlicht, nicht? Im Spanisch. Ja, nicht? Ja. Und da kommt vor als ein Vorschlag, ja, für Arbeitsbeschaffung Brückengeher. Ja. Ja. Denn es gibt ja 5-Sterne-Brücken. Budapest zum Beispiel eine, ja, ja, nicht? Wo sind die aufgeführt? Jedes billige Restaurant wird irgendwo aufgeführt, ja, kulinarisch, ja, 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 nicht? Aber die Brücken, ja, doch das Wichtigste zwischen den Stadtteilen, zwischen den Menschen, nicht, mhm, sind gar nicht erfasst, ja. Und andererseits gibt's Krachbrücken, wo man, wo Gefahren drohen, ja, wo die Versicherung zögern sollte, sie zu versichern. Also der Brückenbegeher, das war jetzt eine Idee von mir gewesen. Im Rahmen der Erweiterung der Berufsszenerie. Ja. Es gibt ja wenige Berufe mittlerweile, die wo die Menschen jetzt sagen, das ist etwas, das kann man anfassen, was beispielsweise ein handwerklicher Beruf ist, wo man trotzdem während der Arbeit auch denken muss. Zum Beispiel im Nagelstudio. Das sind noch mittlerweile Berufe, wo man sagen kann, das Handwerk hat goldenen Boden. Ne? Aber es fehlen Berufe. Und es fehlen Berufe für Leute, die gerne einen Beruf lernen wollen beispielsweise. Und warum nicht Berufe erfinden, die es früher nicht gab und die es auch heute nicht gibt. Und die man nicht mit den Fingerspitzen, sondern mit den Füßen erfassen kann. Beispielsweise. Und ich habe einer der vielen Vorschläge, die ich gemacht habe, ist Brückenbegeher. Das ist meines Erachtens sehr wichtig, denn es gibt sehr viele verschiedene Menschen und jeder Mensch hat tickt natürlich irgendwie anders und gibt Leute, die können nicht über eine Brücke gehen. Haben eine Phobie, die gucken dann runter. Ja. Ja, oder Höhenangst. Ich will mal einfach sagen, die Höhenangst ist es noch nicht mal. Die Angst vor der Höhe ist es nicht, sondern der Wunsch, in die Tiefe zu gelangen. Die Angst vor dem Sprung beispielsweise. Das ist nicht die Angst vor der Höhe. Zum Beispiel Vertigo ist nicht unbedingt die Angst, hoch zu sein, sondern die Angst vor dem Wunsch, tief zu sein. Und da gibt es sehr viele Menschen, die wissen das noch gar nicht. Dann gehen die aber mal über eine Brücke und können nicht weitergehen. Ach, deswegen diese vielen Zögernden. Ja, ja, es gibt Zögernde. Ja, es gibt Zögernde vor großen Brücken. Was ja auch für den Verkehr ganz misslich ist, nicht? Ja? Beim Auto ist das nicht so schlimm. Ja. Im Auto sitzt man irgendwie so, dass man nicht, dann ist ja hier die Tür vom Auto und da kann man ja, wenn man selber fährt, da kann man gar nicht runtergucken. Nein. Das ist dann nicht so schlimm. Aber als Fußgänger hat man es schwer auf einer Brücke. Und deshalb finde ich, wenn es den Beruf gibt, zum Beispiel Berufsschwimmer, dann müsste es auch den Beruf geben, Berufsbrückengeher. Ach so, dass man sozusagen, so wie man den Freischwimmer hat. Ja? Könnte auch eine Disziplin in der Olympiade sein. Also kann ja nicht jeder rumschwimmen, ja, sondern muss einen Freischwimmer machen beim Bademeister und sozusagen sich seine Bescheinigung holen, seinen Führerschein fürs Schwimmen. Und genau. So müsste eigentlich jetzt die freie Brückenbegehungsmethode. Fähigkeit, ja. Brückenschein, ja, genau, ja. Brückenschein, ja. Und natürlich gegen Gebühr. Und da kriegt man dann so einen kleinen Ausweis, da ist eine Marke drin. Ja. Damit hat man wieder viele Arbeitsplätze geschaffen. Aber das ist auch völlig richtig, ja, nicht? Ne? Mhm. In Venezuela zum Beispiel sind ganz große Brücken, ja, weil große Flüsse sind, nicht? Ja, ja, klar. Oder China, hier wird ja jetzt über den Yangtze wird eine Brücke gebaut, ne? Ja. Ja. Wie ich schon erfahren habe, es gibt Übungsbrücken bis zu 17 Kilometer Länge. Das muss man sich mal vorstellen. Sind das allerdings natürlich auf ebener Erde. Ja.
die führen zu nichts, ja, sondern die sind zum Vergnügen da. Das ist Luxus. Jein. Ich möchte einfach mal sagen, dass es trotzdem, obwohl die Brücken auf ebener Erde ausgelegt werden, diese Übungsbrücken, es ist sehr wichtig zu imaginieren, dass man über diese Brücke geht. Und da merkt ja jeder Professor, wenn der Student schummelt. Ja. Ne? Was nennt man eine Brücke? Also eine Brücke ist erst dann eine Brücke, wenn man eine halbe Menscheinheit querlegen kann. Ach. Also ein Drahtseil zum Beispiel im Zirkus ist keine Brücke. Ach. Und es hat auch eine völlig andere Aufgabe, das Drahtseil im Zirkus. Also er überquerte den Fluss, ja, auf einer Nichtbrücke. Das heißt, auf einem ganz schmalen Seil. Wenn der Steg, nehmen wir mal an, nur 40 Zentimeter breit ist. Es ist keine Brücke. Dann ist es keine Brücke. Dann ist es eine Stiege, ein Steg oder eine Klamm. Während in der Breite könnte es eine Landbrücke sein, wie über die Beringstraße seinerzeit. Ja? Nicht vor einigen Millionen Jahren. Das wäre immer noch eine Brücke. Das ist eine Brücke, ganz eindeutig. Die Beringstraße ist eine Brücke. Gewesen. Man merkt es gar nicht. Man merkt, also die Vorfahren merkten es gar nicht. Ja, weil, also ich gehe auch mal davon aus, dass unsere Vorfahren, also die Menschen, die noch nicht sich äußern konnten, außer mit Klopfzeichen, dass die gar nicht wussten, wo links und rechts ist. Nein. Das ist alles erfunden worden. Links und rechts ist genauso erfunden worden wie die Zeit. Die hatten also im Grunde noch gar keinen Ausdruck für Brücke. Es gibt natürlich keinen Ausdruck für Brücke. Die hätten irrtümlich angenommen, dass ein schmales, also ein Zentimeter breites Band, ja, schon eine Brücke sei. Ja? Wenn sie den Begriff Brücke gewusst hätten, also wenn der existent gewesen wäre. Wären sie da nie rübergegangen? Über dieses Band nicht, nee. Ja. Nee. Ja. Nee. So glaube ich nicht. Ja. Brücken sind ja oft in Gefahr. Ja? Also sie werden im Krieg zerstört, sie sind bombenempfindlich, ja? Sie krachen von selbst manchmal ein, also wenn der Wind auf ihnen steht. Ja? Wie geht man damit um? Versicherungstechnisch. Naja, es alle gibt, versichert werden. Es gibt ja die Klausel, dass eine Brücke zum Beispiel aus Sandstein, also Sandsteinbrücke. Weggeweht, ne? Ja, da sind die Versicherer ganz scharf dahinterher, dass das Kleingedruckte, das nämlich die zum Beispiel Erosion benennt, dass es so klein ist, dass wirklich keiner mehr lesen kann und dass trotzdem die Unterschrift erfolgt. Denn die Erosion ist nicht mitversichert. Nein. Weder Erosion noch Sturmschaden. Noch Unterhöhlung durch Wasser, auch durch weiches Wasser. So eine Sandbrücke ist doch in 1000 Jahren einfach weg. Die ist weg. Ja. Also ich würde mal sogar sagen, 1000 Jahre ist schon weit, gutes Alter. Ja, da kriegst du einen Ehrenpreis. Ja, das ist Illusion. Also ja. 300 Jahre, 350 Jahre. Würde man Senioren nennen, so Seniorenbrücke nennen. 1000 Jahre, also das gibt's nicht. Ne? Ja. Und was sind die größten, die längsten Brücken, die Sie als Brückenbegehungsexperte kennen? Ich hatte das Glück, die Golden Gate Bridge zu beschreiten, und zwar beidseitig, also einmal hin und auf der anderen Seite zurück. Aber nicht gleichzeitig. Nein, das geht ja nicht. Ich hatte also das Glück, die Golden Gate Bridge zu beschreiten, und zwar direkt nach ihrer Fertigstellung. Ach, als einer der Ersten sozusagen. Als einer der Ersten. Ja. Wurde ein Zertifikat gegeben. Damals gab es noch keine Zertifikate. Das hat man einfach aus Hobby gemacht. Das war damals noch kein Beruf. Gibt es eine Sportart, die sich auf Brücken bezieht? Ja. Marathon gibt es ja, das ist ja bekannt, richtig, aber genau. Das ist eine Strecke, das ist keine Brücke. Das ist Brücke. Eine Strecke. Naja, es wird, Brücken werden natürlich auch im Marathon frequentiert. Kanalschwimmer, also Kantar, einmal von Frankreich nach England rüber, gibt es auch. Ja, genau. Und da muss ich sagen, diese Schwimmer bilden dann eine Brücke. Aber 5000 Mal Golden Gate hin und her, ja, da gibt es keine Prämie für. Also kein, nein. Keine olympische Disziplin. Das ist witzlos. Ja. Das kann jeder. Ja. Aber wenn einer sagt, ich habe die 5000 schönsten Brücken des Planeten, des schönen blauen Planeten, überschritten. Ja. Das ist immer noch nicht. Ich bin nirgendwo hingekommen, aber ich habe sie beschritten. Das ist aber immer noch nicht dann irgendwie ein Preis wert. Also es geht darum, dass nur derjenige, der eine Brückenphobie hat,
dass, und die belegt ist, wenn der über eine Brücke geht, egal wie lang die ist und wie, egal wie hoch die ist und wie breit die ist, dass dann praktisch der Preis vergeben wird. Aber man muss es belegen können, dass man eine Brückenphobie hat. Sonst kann ja jeder, der keine Brückenphobie hat, kann 20 Mal über die Golden Gate Bridge laufen und kriegt dann einen Preis, obwohl er den gar nicht verdient hat, weil es ja für ihn überhaupt kein Akt ist. Nein, unter Überwindung des inneren Schweinehunds. Es geht nur um die Überwindung. Und das hat meines Erachtens auch gar nichts mehr mit Brücken zu tun. Gut ist die Tat, zu der ich mich überwinde. Einfach Überwindung. Für die Überwindung, dafür gibt es einen Preis. Aber das kann man leider nicht belegen. Gibt es den Ausdruck Überwindungsbrücke? Den gibt es leider noch nicht. Himmelsbrücke? Könnte man über eine Brücke ins Himmelsreich? Das gibt's ja. Die Brücke ins Himmelsreich kann einen Meter lang sein. Weil einfach der Glaube beschreitet's, ja? Nicht? Ja, richtig. Ja. Das ist die reine Fantasie. Gott kann ja ganz dicht neben uns sein, nur ein Millimeter von mir entfernt. Ja. Nicht der Schutzengel auch. Ja, ja. Ja. Manche aber ich glaube gerettet. Kaum, dass man das merkt. Nein. Aber manche waren verblüfft, als sie aus unmöglichen Unfallsituationen gerade noch gerettet wurden. Aber man muss dem Schutzengel eine Chance geben. Geburt einer Brücke, das wäre die Einweihung. Also, ich gehe da noch ein bisschen weiter. Geburt einer Brücke könnte auch, sagen wir mal, durch eine Erdbewegung entstanden sein. Ach, und dadurch sozusagen entsteht das eben, was wir vorhin bezeichneten als Landbrücke. Richtig. Ja. Und dann der Tod einer Brücke? Da bin ich überfragt.